Dolce Vita im Gemeindezentrum? Im Barbinger gibt's Pizza, Pasta und viele Fragen. Im Prinzip ist der Bürgermeister eigentlich mein Verpächter. Genau. Ja, ein Gemeindezentrum. Ja, okay. Ist halt eine ganz andere Gastronomie. Ratlose Mitstreiter. Ist es eine Turnhalle? Ein Theater? Fehlt's dem bayerischen Lokal an Würze? Ich seh da keine Kräuter, ich seh da keinen Rosmarin, keinen Thymian, gar nichts. Alles gut, aber sehr einfach gehalten. Ferenc hat's nicht leicht. Die ganze Coolness war weg. In diesem Wettbewerb hat man da so keine Chance. Tag 3 der großen Lokalschlacht im Bayerischen Wald. Mit stolzen 35 Zählern führt Michael die Truppe an. Doch Ferenc ist heute in Kampfeslaune. Im beschaulichen Barbing, unweit von Regensburg, nähert sich Mike Süßer dem heutigen Tatort. Also, dritter Tag, jetzt geht's zum Ferenc. Und ich weiß, sein Restaurant Barbinger ist hier in Barbing. Ich wusste nicht, dass das irgendwie mit dem Gemeindezentrum zusammenhängt. Das sehe ich nämlich dort vorne und sein Schild ist da. Viele Gemeinden haben ihre eigenen Veranstaltungszentren und sind froh, wenn sie einen Gastronom haben. Und irgendwie scheint das so eingebettet zu sein. Spannend, schauen wir mal an. Schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Art von Kulinarik man da wirklich anbietet. Also das Ding ist echt nicht klein. Hier die Kräuterbeete ist natürlich spitze, gell? Wenn die jetzt da auch noch in derselben Qualität, derselben Frische kochen, wie das riecht, dann ist okay. Genau diesen Anspruch hat der Geschäftsführer und gelernte Hotelfachmann. Und da ist er schon, der fesche Bursche. Servus. Servus, ich bin's, der Ferenc. Wir sind hier in meinem Barbinger am Zipfel der Walhalla. Wir haben viele große Veranstaltungen, das heißt Schützenvereine mit meinem Schießstand, einem Kegelverein. Ich bin gelernter Hotelfachmann, habe dann gesagt, ich möchte mal was anderes machen. Bin 4 Jahre zur Bundeswehr gegangen, habe dann 6 Jahre lang als Barkeeper gearbeitet, in einem sehr bekannten Lokal. Einfach nur Grenzen auszutesten, andere Luft zu schnuppern. Meinen Gästen heute verspreche ich auf jeden Fall gutes Essen und ein schönes Ambiente. Ob Ferenc dieses Versprechen auch einlösen kann? So, Ferenc, servus. Ah. Jetzt aber. Endlich bin ich wo ich Servus sagen kann, ne? Der Herr Süßer, Mike. Ja, servus, ich heiße Mike, gell? Also servus. Was ich jetzt nicht gewusst habe, ist, das ist eingebettet so ein bisschen mit der Gemeinde, oder? Ist das ein Gemeindezentrum und du machst die Gastronomie, bist Pächter von der Gastronomie oder wie muss ich das verstehen? Ich bin Pächter von der Brauerei, aber im Prinzip ist der Bürgermeister eigentlich mein Verpächter. Genau. Ja, ein Gemeindezentrum. Ja, okay. Ist halt eine ganz andere Gastronomie. Man muss ein bisschen größeres Feld bedienen, was überhaupt nicht negativ ist, aber es ist was ganz anderes, was wir jetzt die letzten 2 Tage erlebt haben. Wie viele Plätze hast du denn hier? Im Restaurant haben wir 60 Sitzplätze. Mhm. Aber wir reden halt von Saal, Terrasse, Biergarten, Schützenzimmer, Kegelbahn. Wie viele Leute gehen dann wirklich rein, wenn mal alles bumsvoll wäre? Also wenn es mit, wir sagen mal 1. Mai, wenn das Lokal und alles noch voll wäre, wären wir fast 2000. Und da bin ich weg. Ich auch. Gut, da brauchst du mal ein gutes Konzept. Was gibt's hier zu essen? Habe ich original bayerische Küche, Schmankerl? Nein. Wir bleiben in der deutsch-mediterranen Küche, das heißt, wir haben schon ein geschnetzeltes da jetzt im Winter. Wir haben auch am Sonntag Schweinebraten und Schäufele. Das machen wir schon, aber nicht jeden Tag. Wir fahren in deutsch-mediterrane Küche. Wir versuchen einfach Jung und Alt zu verbinden und durch diese ganzen Vereine einfach viele Menschen glücklich zu machen. Die ältere Herrschaften, die wollen in Bayern auf dem Land ein bisschen deutsch, ein bisschen urig essen. Und die Jungen eben, mediterran zieht immer. Es ist schwierig, das auch als Geschäftsführer als Gastgeber auch umzusetzen. Nun will Mike auch den Koch kennenlernen, der diesen Brückenschlag in der Küche umsetzt. Was kriegst du essen? Hähnchen in Sojasauce. Okay. Zwiebeln angeschwitzt, ein bisschen Honig mit dazu und Sesam. Man könnte jetzt sagen, okay, meine Erwartungshaltung ist eine andere. Wenn ich komme, servieren wir doch was anderes. Könnte ich jetzt ganz vorsichtig sein, aber ich habe gelernt abzuwarten. Deutsches Hähnchen, das ist so die Markenqualität, wo wir sagen, wir halten es, wir versuchen es auch zu halten. Mhm. Weil wir reden halt bei unserer Größenordnung nicht jetzt von Kilo, sondern langsam von Tonnen. Mhm. Und das ist halt aufs Jahr gesehen halt schon interessant. Selbst bei der Größenordnung schauen Sie schon, dass das aus der Region kommt. Oder zumindest nicht so ein industriell verseuchtes Hühnchen ist. Ne? Du hast das Hähnchen schon in der Hand. Machst du den Hähnchenhalter, oder? Ja. Also es ist eher was ganz Einfaches, oder? Ganz schlicht halt, ja. Also kurz gebraten oder wie? Ja. Okay. Dann einfach noch ein bisschen rundlaufen im Salamander. Klein geschnippelt und jetzt? Einfach nur wenden. Die Zwiebel mit dazu, Sojasauce drauf,
Und ein bisschen Chiliöl, ein bisschen Knoblauch. Okay. Und gut ist. Ja, das ist jetzt schnell. Noch Honig und etwas Knoblauch drüber und fertig ist die Laube. War es das fertig? Das ist fertig. Gut, auch die neue. Ja, Rekordgericht von meinem Lokal, dein Lokal. Du sagst fertig? Ja. Richten wir an? Nee, den Kartoffelecken noch nicht ganz. Ja, gut. Muss es auch mal geben, ne? Aber hat mit dem gestrigen Erlebten und vorgestrigen Erlebten nicht so viel zu tun. Kommt schnell, wir gehen hinterher. So schnell werdet ihr mich jetzt nicht los, meine Freunde. Das glaube ich auch. Ins Fett mit den Kartoffeln. Oha, wen haben wir da? Darf ich kurz vorstellen, das ist der Sissi. Das ist eigentlich mein Salsa-Gott. Das ist auf dem Gericht, was für dich noch wichtig ist. Ja, jetzt wird die Küche ja geschmeidig. Immer mehr Leute strömen hier von Ecken dazu. Er macht halt einfach die Salsa, die einfach passt. Und die bereitet er auch für dich ganz frisch zu. Das ist sie. Servus, hallo. Ist auch cool. Du machst mir eine coole Salsa. Coole Salsa, ja. Wir kennen das eher, dass das eher so kalt serviert wird. Kleingeschnitten Chili, rote Paprika. In der Regel gehört sie eigentlich gekocht vorher. Na, schauen wir mal, wie er es macht. Los geht's mit geviertelten Tomaten. Und dann Zwiebeln. Von unserem Garten, ja. Chili, scharfe Chili, eine Stücke immer hier rein. Was ist das jetzt? Ein bisschen Ketchup. Ketchup machst du in Salsa, ja, rein, okay. Chiliöl und dazu Öl. Und dann ist fertig. Ah, die Salsa. Die Salsa wird schon dann als Dip gereicht, so. Aber so wird eine Salsa meines Erachtens nicht gemacht. Sie ist zwar nicht traditionell gekocht, aber mundet sie trotzdem. Probier mal, Chef. Landet Ferenc Salsa Gott auf dem Boden der Tatsachen? Das ist ja keine Salsa, Jungs. Ne? Also müssen wir mal ein bisschen Kirche im Dorf lassen. Ich will euch damit auch nicht irgendwie was Schlimmes sagen. Eine Original Salsa gibt es kein Ketchup drin. Bisschen frischen Koriander aus dem Kräutergarten rein, abwandeln, Basilikum, Frische rein, Power, Bums, Gänsehaut. Also so. Ja. Wäre natürlich klasse, wenn Sie ja da meinen Ratschlag jetzt auch annehmen. Dann richtet's doch an. Das Rekordhühnchen läuft auf den Teller ein, dicht gefolgt von den frittierten Kartoffelecken. Also ich hoffe, dass es Mike jetzt schmecken wird, dass es so ist, wie wir es immer kochen. Und dass es einfach, er uns seine 10 Punkte geben wird. Holla, das wäre die Höchstwertung. Wie ordnet der Spitzenkoch sein Essen ein? Das ist so ein Kinoessen für mich, das sage ich dir jetzt gleich. Okay, das ist so, habe ich Bock drauf, wird mir schmecken. Wer mag keine geschmorten Zwiebelchen, ne? Wer mag nicht ein bisschen Sojasauce, ein bisschen Umami-Geschmack und sowas. Das kommt gut an, aber das wäre jetzt auch, ne, wenn ich jetzt sagen würde, so, ne? Und dann schön hauen wir sowas rein, dann gehen wir schön ins Kino und schauen einen schönen Actionfilm, oder? Eigentlich ja. Ja. Was mich jetzt ein bisschen wundert, dass der Ferenc das einfach so durchgehen lässt. Für den Wettkampf mit Gastronom würde ich es abändern. Hat Mike einen Blockbuster oder einen Flop auf der Gabel? Ja, Fleisch ist auf jeden Fall jetzt alles in Ordnung. Saftig. Du hast hier, machst du Holunderblütensirup selber, oder? Den mache ich komplett selber, ja. Einmal im Jahr natürlich, wenn es blüht. Mhm. Und wir verarbeiten den verdammt gut. Also das heißt, wir machen sogar einen Hollerradler draus. Verwässerungswürdig, das da, aber alles selber gemacht, ja. In selbst in die kleinsten Kleinigkeiten gehört Leidenschaft rein. Richtig. Wenn du dann Salsa schreibst, dann mach eine coole Salsa, sucht euch was aus. Du sagst, mediterran seid ihr, dann macht die mediterran. Frische Kräuter, ne? Ich bin da vorhin durch den Garten, bin da durch. Ich dachte, boah, mach doch eine italienische Salsa irgendwie. Weißt du, das ist nur so weit entfernt von ein bisschen original. Für diesen Wettbewerb wünsche ich jetzt einfach mir, dass du hier auch ein bisschen dein Mediterran verkaufst, ein bisschen bayerisch, ein bisschen und die Mischung. Du musst das auch entertainen, okay? Also, ich bedanke mich und schau, dass die Kräuter, die du bei dem Holler da noch ein bisschen in die Küche reinkommen, okay? Ich sag danke. Danke. Bin gespannt, ob er das umsetzt, oder? Das Resümee. Mein Kinoessen war fein, aber es soll bitte noch was kommen jetzt im Wettkampf. Ne? Das reicht noch nicht ganz. Vielleicht ändern wir einfach schnell die Karte ab oder sogar noch die Salsa zur Originalsalsa. Vielleicht kriegen wir es hin, weil wenn nachher die anderen kommen, möchte ich natürlich Top-Bild geben, Top-Punkte kriegen. Und dann zeigen wir denen auch mal, dass es nicht nur ein Kinoessen gibt bei mir. Die bayerischen Mitstreiter nähern sich strammen Schrittes. Patricia und Benedikt sowie Markus und Michael haben ziemlich hohe Erwartungen an Ferenc und sein Lokal.
Ich glaube, der Ferenc kriegt dann voll die Show ab, oder? Ah, das ist schon so, so ein bisschen so. Ja, man hat es die letzten Tage schon gesehen. Ich glaube, er ist daheim voll in sein Element. Vielleicht ist alles perfekt. Eben. Also, so wie es sich gegeben hat, ist alles perfekt bei ihm. Also, schauen genau. Wir mal. Er ist ja ein kleiner Kritiker und hat jetzt jeden Tag eigentlich das Haar in der Suppe gefunden, gell? Jetzt müssen wir natürlich halt die Ansprüche ein wenig höher setzen. So lief es vorgestern. Ich bin Schärfetyp. Ja. Das auf jeden Fall. Aber Wasabi-Schärfe und Senfschärfe passt in dem Moment nicht zusammen. Für mich ist die Creme zu warm. Also das ist jetzt nichts für mich. Ja, deswegen, ich sag mal, das kommt alles retour. Und darum ist Ferenc heute auch alles andere als tiefenentspannt, nicht wahr? Ja, ich bin sehr aufgeregt, so cool wie ich die letzten zwei Tage war. So nervös bin ich jetzt.